So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn. Das letzte Mal waren wir hier noch an diesem Außenposten, haben den befreit. Und jetzt haben wir hier gerade noch einen Loot Drop gesehen. Oh, sorry, der Domi ist auch dabei. Hallo Domi. Hallo. Okay, hier haben wir noch einen Loot Drop und hier ist schon ein Gegner. Und den holen wir uns jetzt natürlich. Und dann wollten wir eigentlich über diese, ich war gleich einen Blick auf die Karte, über diese Nana-Nebenmission und die Schatzsuche zurück nach Prosperity und Prosperity ausbauen. Das ist auch eine Story-Mission, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. So, dann haben wir das geplündert. Und dann markiere ich mal die Nana. Oida. Schau dir den Büffel an. Vorsicht, der ist lila. Oh shit, der greift an. Ah, hier in die Bäume rein. Perfekt, da passt halt rein. Wow. Ja. Brenn ihn an, brenn ihn an! Er brennt! Oh, jetzt haut er ab, oder wie? Hier brennt es jetzt überall. Uah! Nein! Wieso hast du das hier angebrennt alles? Warte mal, hier ist er durchlocken. Oder der Ball. Wow. Jawoll! Wie so ein Hautfleisch. Brennt hier der ganze Wald ab, oder was? Irgendwie, wa? Oder ist irgendwo ein Kätzchen? Da ist er. Oh, schnell weg hier. Das ist wieder das gute Kätzchen. Ja, das Kätzchen, das uns wirklich wehtut. Okay, wir müssen in die Richtung. Ich weiß nicht, letztes Mal hat es nicht so gut geklappt. Lass mal da unten so ein Autochen nehmen. Oh, geil. Hast du das gerade gesehen oder hast du den anderen erschossen? Nee. Nee. Ich habe auf den einen geschossen mit der Sägeblatt. Mit dem Sägeblattgerät und dann hat es den anderen auch noch erwischt. Ja, geil. So, ich habe einen Raketenwerfer. Jetzt können wir das Kätzchen angreifen. Boom. Ah, verdammt. Vorbei. Vorbei. Oh, ich habe nur 3 Rakete. Wow. Auf Kätzchen. Ups. Mach das mal vor meinen LKW. Upsi. Komm her, Kätzchen. Miet, 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 miet. Miet, oh, miet, 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 miet. Dammit. Okay, steigst du ein, oder? Ja. Dann fahren wir da hin, oder? Holen wir das Kätzchen nur, oder? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Es ist da links, aus der Sicht. Ja, egal. Noch genug Kätzchen hier und so beim Weg laufen, denke ich. Also geil, ich kann jetzt 4 Waffen dabei haben, oder? Ah ja, ich brauche auch noch eine 4. Waffe. Ich habe das auch schon freigeschalten. Ich habe hier jetzt mal so eine Rakete am Start. Aber nur 3 Raketen und jetzt nur noch eine. Oh oh, Vorsicht. Ja. Ich glaube, ich habe alle Rehe erwischt. Nana. Auf zur Oma. Hallo. Hier liegt Zeug rum. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Das ist so ungefähr. Glaubst du oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nana nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so.
Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten drei Käse hoch die Leviten liest. Okay. Ich wollte gerade dich schicken, um zu schießen. Okay. Achso, warte, ich muss nachladen. Ziele, die sich nicht bewegen, sind gut. Ah, hier ist noch einer. Rechts. Okay. Auf überm Dach. Perfekt. Ja, zu zweit ist man doch recht schnell durch mit 10 Zielen. Scheiße. Es geht weiter. Ich arbeite von rechts nach links. Okay. Oh, die bewegt sich. Ja. So, erstmal nachladen. Naja, das kriegen wir schon hin. Ups. Ah, der dahinter ist schwer. Hast du? Ja. Was für ein Häschen? Ja. Jemand zu irgendwas taugt. Er bindet mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lass ein paar Ballons als Ziele steigen. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Okay. Okay, jetzt müssen wir erstmal da hochkommen. Läuft die Zeit schon? Ah, hier geht's rein. So, dann schauen wir mal, was sie für uns vorbereitet hat. Hier ist noch ein bisschen Munition und Molotov-Cocktails. Munition. Ein Brief. Ein Brief. Nenners Tagebuch. Ich hatte einen Mann, vielleicht irgendjemand hat hier draußen mit mir gelebt, bevor alles hochging. War vielleicht eine Tochter oder eine Enkelin. Ich brachte ihr das Schießen bei. Oder war das Gracie? Ach Himmel, Herrgott. Ich schätze, mein Verstand hat diese Tür nicht ohne Grund zugemacht. Gott weiß, was mit mir passiert, wenn ich sie wieder öffne. Vielleicht kann ich so weiterleben, wie ich aus der Erde gekrochen kam. Und mit 70 in eingetreibelte Turmhausen. Jedenfalls fürs Erste. Okay. Leicht. Jedenfalls fürs Erste. Senil, oder? Die war vor uns da. Ja, wir haben auch noch ihr Tagebuch gelesen. Nein, vorbei! Oh, ich muss nachladen, nachladen, schneller nachladen! Ich werd gleich zu falsch, hast ein gutes Auge im Kopf! Ja, sogar zwei. In dir brennt ein Feuer, kein ja, eigentlich sogar vier. Und ja, stimmt. Wenn eine offene Flamme rumläuft, gibt schnell mal einen Waldbrand. Wie wär's mal mit was Kniffligerem? Schließlich schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Probier das mal hier. Sprich mit dem Ver- Aha. Okay, sie lockt einfach jetzt Gegners an. Nicht sehr nett.
Ha. Oida. Was hat mich da erwischt? Der mörsert uns. Aber von wo? Irgendwo weit ist links, glaube ich. Oder? Da unten steht noch einer. Oh, die Oma hat's erwischt. Jetzt ja angelockt. Nee, okay. Oma. Alles cool. Hier links hinter uns irgendwo. Warte mal, ich geh mal hinter Ausgang und guck da. Okay. Hauptner wurde entdeckt. Ah, da unten steht noch einer. Haha. Hast gesehen, mit dem Sägeblattwerfer wieder. Geil. Ist der Sniper down? Ja. Wir können hier auch noch mit Flammen ein bisschen eindecken. Da hinten ist noch einer. Ja, Alter. Du Seilrutsche. Ich bin gerade auf ihr gelandet. Oh, da ist ein Hund noch. Nicht erwischt. Hab ihn. Hier. Ja. Ich quatsch die mal an. Das Gefühl von Hoffnung für die Zukunft und all sowas. Ich bewundere Menschen, die in brenzligen Situationen improvisieren können. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Also jetzt bewegliche. Du weißt doch noch. Oh. Eieiei, die Oma hält ja gar nichts aus. Die wurde von hinten überrascht. Ich bin zu jung zu sterben. Schon besser, Herzchen. Also jetzt bewegliche Ziele. Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Ja. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Ja. Sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, jungen, nett. Zeiten. Hier und eine Person. Braucht man immer jemanden, Person, der auf einen aufpasst. Selbst ich, alle Jubeljahre mal. Sieh mich als Teil deiner Familie an. Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Das ist sehr nett von dir. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kill. What? Weiß nie, ob ich's ernst meine. Nee. Weiß ich echt nicht. Okay, dann machen wir mal Loot-Tour hier. Irgendwer hat Nana rekrutiert, um gegen uns zu arbeiten. Nana ist echt kaltblütig. Also darauf, sie will für uns arbeiten. Scheiße. Das Petrol. Hinterher! Ich hab ihn noch nicht gelootet. Für die 75 Petrol, das lohnt sich fast nicht. Nicht Petrol, Ethanol. Ja klar lohnt sich das. Hab ich dich! Halt still! Wen hat sie jetzt schon wieder? Ja, ich glaube die Oma ist dem Tanklaster hinterher. Ja, ich glaube, ich habe alles oder ich finde nichts mehr. Jo, dann gehen wir mal weiter, oder? Ja, dann Blick auf die Map war jetzt unser Plan, hier diesen
Schatz zu suchen. Der ist ja nicht so weit weg eigentlich. 320 Meter. Ja, da kann man eigentlich fast laufen. Fast. Fast. So, brumm brumm. Brumm brumm. Brumm brumm, motherfucker. Hä, hey, wieso geht deine Reife? Oh. Das war den befreit mal eben. Der freut sich jetzt. Und wir kriegen Vorteilspunkt. Geil. Da. Auf dem Dach läuft einer. So, jetzt Loot. Gimme Loot, gimme Loot. Hier ist der Schatz, oder? Ne, nur eine Notiz. Hier ist die Notiz für den Schatz. Notiz der Howeyman. Die ganzen Zahnräder und das restliche Zeug, das hier überall herumliegt, lassen vermuten, dass hier jemand irgendeine Maschine bauen wollte. Was es auch ist, wird sicherlich riesig sein. Sieh dir die Gegend an und sag Bescheid, wenn du sie findest. Vielleicht ist es etwas, das wir gebrauchen können. Boom. Danke. Hat's dir geschadet? Nee. Okay. Aber ich bin erschrocken. Das ist noch viel schlimmer. Scheiß Klapperschlange wieder hier. Was ist denn los? Los, Leute, findet das. Ich war das. Nee, der Dominik war das, nicht ich. Aber wir. So, Loot, Loot, Loot. Loot, 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 hast du die zwei Kiste hier bei dir, ne? Ja. Loot, 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 so viel Loot. Oh, hier ist ein Loch. Ich glaube, da geht's weiter. Und hier ist auch irgendwo eine Katze. Ja, ist hinter dir. Oh, die ist ja schon wieder lila. Oh, oh, heil dich, Tommy, heil dich. Nein, nein, nicht zu mir kommen. Aufs Kamin. Nein. Wo ist das Kätzchen? Hier. Versteck mich hinter dem Kamin. Alter, wie viel hält das Kätzchen halt da aus, oder? Das ist halt auch ein lila, das Kätzchen. Alter, ich ziehe immer nur 34 oder so ab. Oh oh, das Kätzchen kann klettern. Scheiße, ja, scheiße. Ja, jetzt kommen hier auch noch. Ja, ficken, Alter. Jetzt stirb doch, Kätzchen. Wie viel HP hast du? Ich hab fast null. Nicht du, das Kätzchen. Jetzt. Boah. Das hat jetzt so aber deutlich mehr ausgehalten als vorher der Büffel, gell? Müssen wir. Wo hast du jetzt das Loch gefunden? Hier. Dahinter. Aber da vorne ist noch so eine Klappe, gell? Naja, wo sollen wir denn zuerst rein? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Klappe ist eigentlich offensichtlicher platziert. Wahrscheinlich will das Spiel, dass wir zuerst da reingehen und dann vor einer geschlossenen Türe stehen. Genau. Genau. Wir haben genau das gemacht, was das Spiel von uns verlangt. Oh. Einfach da reinfallen, komm. Die ist so dunkel, gibt's keine Taschenlampe oder so. Nicht, gell? Ich glaube da. Oh. Oh, hier gibt's auch noch einen Alternativeingang. Ausgang. Okay. Laufen hier rüber. Die Treppen hoch.
Hol dir den Vorrat. Oh, das ist tatsächlich eine große Maschine hier. Alles klar. Zahnradsammlung. Ich betätige mal den Hebel. Hier liegt auch noch das Tagebuch rum. Vielleicht erklärt das, wie die Maschine funktioniert. Okay, ich habe den Hebel jetzt eh schon betätigt. Warte mal. 17 Jahre. Dieser elende Kollaps. 17 Jahre allein, in Gedanken an Rache versunken. Diese Maschine war am Anfang ein Bunkertor. Dann habe ich eine Zielscheibengalerie daraus gemacht. Dann war es beides. Ich stellte mir vor, dass die Ziele alle Leute waren, die sich früher über meine Comicsammlung lustig gemacht haben. Zieh am Hebel, schieß auf alle Ziele auf jeder Seite. Und zwar presto. Therapeutischer Erfolg, gefolgt von Zugang zum Bunker. Okay, das sind so... Meinst du das Ober, die mit deinen Ziele? Stimmt. An der Erdoberfläche. Meins. Ja, hier ist ja nichts, oder? Ja, also da hinten drin waren zwei Luftballons, die ich ja schon abgeschossen habe. Aber im Bunker halt. Aha. Kannst du es nochmal anschalten? Oder läuft es noch? Es läuft noch. Okay, ich guck mal, ob hier oben irgendwas sich bewegt. Oh, warte mal. Aha. Jetzt. Dadurch dieses... Durch dieses Zahnrad kann man durchschießen, aber halt immer nur... bei bestimmten Positionen. Aha, okay. Jetzt hier oben. Ja, schau, hier sind da jetzt auch die Ziele. Eins. Oh, oh. Ja, jetzt geht's nach rechts weiter. Da fällt was in den Eimer. Nein. Haben wir alle. Glaub. Okay, da bewegt sich was, die große Kugel. Wie geil ist das denn? Eine riesige Murmelbahn. Ja. Guck mal, die Tür entriegelt sich in dem, was in Eimer fällt. Ja, wir könnten eigentlich auch einfach was da reinschmeißen, oder? Nun gut. Dann geht's wieder los mit dem Looten. Nadines Tagebuch. Vor dem Kollaps hat Eden's Gate unser Leben zerstört und alles in Scheiße verwandelt. Jetzt kommen die Highwaymen und machen genau das Gleiche. Noch einmal verkrafte ich das nicht. Ich muss das alles hinter mir lassen. 17 Jahre Zielübung habe ich hinter mir. Ich werde jetzt packen und losziehen und das Land nach allen Comicbüchern absuchen, die noch übrig sind. Dann habe ich die weltbeste und einzige Sammlung. Das kann sich doch sehen lassen. Ja, kann man schon machen. Okay. Ich dachte eigentlich eher, das wäre eine schlechte Idee mit dem Comicbuch. Ja, ich meine, weißt, die Apokalypse ist eingetreten und man hat eigentlich sonst nichts mehr zu tun und keine Ziele mehr. Oder braucht eigentlich ja. Ist hier unten was versteckt? Nee. Und egal was man macht, ist ja eigentlich wurscht, weißt du, also. Weißt du, ich meine, nein. Hier ist ein Loot Drop. Du wartest eh nur auf den Tod, oder wie? Genau, das ist das, was ich damit sagen will. Dann kann man genauso gut auch währenddessen Comics sammeln.
Loot, 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 Great, Loot, Great. Oder unten stehen drei Fuzzis. Was bewachen die da wohl? Warte noch kurz. Oh. Wir wissen noch nicht mal, was passiert. Was? Was geht denn hier auf? Warum schlafen die alle gleichzeitig? Ja, Mann. Ja, guck mal, die bewachen den Tresor. Habe ich das jetzt eigentlich auch mal freigeschalten? Vorteile? Nee, habe ich nicht. Ich habe aber 13 Punkte. Was könnte man denn da machen? Die vierte Waffe habe ich schon. Saboteur. Diese Takedowns sind auch ziemlich teuer. Schlösser knacken, Mechaniker, Angeln. Ja, ich nehme jetzt auch mal den ersten Takedown. Den zweiten kann ich mir nicht leisten. Und hier gibt es auch noch direkt über dem ersten Takedown, das verdeckt hört sich auch ganz gut an. Ja, kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Ich glaube, so richtig Probleme hat man damit jetzt auch mit dem Schleichen, gell? Also ne, bisher geht's noch. Nur wenn man halt rumspringt und dann glitscht das Spiel, dann hört sie einen natürlich. Ja. Aber ich denke mal, das bleibt so. So, das heißt, wir haben jetzt hier mal so ziemlich alles abgegrast. Dann haben wir jetzt gesagt, dass wir vielleicht nach Prosperity reisen könnten, um das mal abzugraden. Das ist auch unsere Story-Mission. Genau, und dann können wir uns lilane Waffe bauen. Geil, geil. Ja, also ich mach mal die Schnellreise dorthin. Tu es. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ich glaube, das gilt jetzt als Prosperity generell upgraden, irgendwie verbessern, oder? Oder bezieht sich das auf die verschiedenen Shops? Ja, wir können ja nochmal gucken. Vermut eigentlich generell, aber ich glaube fast auch, dass die Shops das voraussetzen. Also in Shop 2, Shop Stufe 2 kannst du erst bauen, wenn du die Basis auf Stufe 2 hast. Aber wenn du willst, kannst du schnell zu der Waffenwerkbank hinrennen. Dann können wir ja gucken, ob man es auch so schon upgraden könnte. Ah, nee, kann ich nicht. Prosperity Stufe 2 benötigt, stimmt. Aber das kann ich hier machen. Hey, Mister. Hey. Verbesserung. Los geht's. Alles ist schwarz. Oh, jetzt geht's los. Solarpanels. Und schau, das obere ist jetzt ein Gerüst nur noch. Mhm. Hey, komm rüber. Wir fangen gerade erst an. Barbecue, nice. Ja, yeah, nice. Nehmen das mal als Kompliment. Jetzt kriege ich Hunger. Das ist für eine gute Idee, ein Essen für alle zu veranstalten für die Moral. Ich schätze, das funktioniert. Ja, Mann, ist auf jeden Fall gut. Alle außer ihr, sie macht nie Pause. Erwarte nicht, dass sich das ändert. Ah, läuft da was zwischen den zwei? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viele Gäste hatte. Vielleicht, als ich der ganzen Stadt erzählt habe, dass ich mit dir schwanger bin. Mom. Alle haben sich so für Dad und mich gefreut. Es ist nicht perfekt und noch lange nicht fertig, aber es ist schön, etwas zu haben, worüber man sich freuen kann. Darauf trinke ich. Ohne dich gäbe es das alles hier gar nicht. Und jetzt hol dir einen Drink. Hast du dir verdient. Margaritas! Nee, nur Bier. Okay. Ja. Was zum Teufel? Schönes Feuerwerk. Oh, das ist ein Angriff. Wir müssen die Kinder reinbringen. Komm! Irgendwie glaube ich eher ein Angriff. Okay. Jedes Mal, wenn wir Prosperity upgraden, werden wir wahrscheinlich angegriffen. Aber die greifen uns mit Feuerwerken an. Ha. Nehmt die lieber runter. Ihr wollt doch den Kindern keine Angst machen.
Kamina! Keine Sorge, alles wird gut. Hey! Tut mir leid. Ich kann's einfach nicht leiden, wenn man Kinder anlügt. Warum macht ihr das? Wegen deines Helden hier. Vor dir lief ja alles bestens. Aber du... Du bist ein beschissenes Problem. Du stiehlst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Ich will nicht dran. Nein. Warte. Wir wollen keine Märtyrer. Wir wollen nur allen klarmachen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst, jedes Kind, das du inspirierst, jede Siedlung, die du baust, nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Nicht fallen lassen. Die einzige Währung in dieser Welt ist Stärke. Und du, du lässt uns schwach aussehen. Damit ist jetzt Schluss! Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Seid nicht hier, wenn wir zurückkommen. Kommt her, kommt her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt schon, es ist gut. Alles gut, alles gut. Gehen wir zurück. Na los. Wie läuft's? Ich frag mich, wie die Leute es durch den Tag schaffen, ohne was Schreckliches. Also, Domi, ich würde sagen, die legt sie mit den Falschen an hier. Die zwei Zwillinge da. Zwei Zwillinge. Okay, Rush. Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Gut, wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Ich würde mich besser fühlen, wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Kaum zu glauben, dass die Zwillinge euch nicht gekriegt haben. Alles klar. Das trifft sich jetzt eigentlich gerade wieder gut, weil die 30 Minuten wieder voll sind. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach eine kleine Pause. Und machen das nächste Mal weiter und kümmern uns um unseren Speer, dass der noch in Ordnung ist. Beziehungsweise ich würde hier mal dann noch upgraden und Waffen bauen. Ja, auf jeden Fall. Ich wage auch mal die Prognose, dass der Speer wahrscheinlich tot ist. Ja, das könnt ihr mir auch vorstellen. Aber wir wissen es nicht. Und wir werden uns überraschen lassen. Und schau, da oben das Haus ist jetzt nicht mehr so abgedeckt mit einer Plane. Vielleicht können wir doch noch eine 10-stöckige Wolkenkratzer draus bauen. Auf jeden Fall. Okay, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.